Heute möchte ich mit euch das Unternehmen Alphabet analysieren. Alphabet, also die Muttergesellschaft von Google, ist ein Unternehmen, das jedem von euch bekannt sein sollte. Ihr nutzt bestimmt Google wie ich täglich für eure Informationsbeschaffung oder zur Recherche etc. Jetzt in diesem Video geht es darum, dass ich mal grundsätzlich die einzelnen Bereiche von Google analysieren will, also von Alphabet analysieren will, um zu schauen, wo denn genau die Umsätze und Gewinne erzielt werden, ob diese Geschäftsbereiche auch zukunftsträchtig sind und wie sich Alphabet aktuell in dieser Finanzwirtschaftskrise, in der wir uns befinden oder vielleicht noch reinrutschen, schlagen wird. Wenn dich das Ganze interessiert, bleib doch bitte dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, erfolgreich ihr Geld an der Börse zu investieren. Sei es via Einzelaktien, ETFs oder Optionen. Wie bereits erwähnt, möchte ich heute zusammen mit euch das Unternehmen, den Technologiekonzern Alphabet, unter die Lupe nehmen. Zuerst einmal schauen wir uns an, wie sich Alphabet verglichen mit den direkten Konkurrenten in den letzten Jahren geschlagen hat an der Börse. Wir schauen uns hierzu zunächst mal den 10-Jahres-Vergleich an mit Microsoft, Apple und Baidu. Ich habe mal diese drei Player genommen, weil es ist natürlich schwierig, einen direkten Konkurrenten von Alphabet zu finden, weil halt einfach Alphabet mit Google quasi fast eine Monopolstellung innehat. Und halt einfach auch in verschiedenen Bereichen tätig ist, mit der Cloud, mit den Apps, mit der Suchmaschine. Und deshalb ist es nicht ganz einfach, hier Unternehmen zu finden, welche für einen direkten Vergleich hinhalten können. Ich denke jetzt aber, mit diesen drei Unternehmen haben wir einen spannenden Input. Also, über 10 Jahre hinweg liegt hier Microsoft mit 724% Rendite an der Spitze, gefolgt von Apple mit 533%, danach folgt Google, also Alphabet, mit 417% Rendite und dann ganz abgeschlagen mit läppischen 7,4% Baidu. Im 5-Jahres-Vergleich gibt es hier eine kleine Änderung. Hier hat Apple die Nase vorn mit 266% Rendite, gefolgt von Microsoft 216%, Google mit 102% und Baidu hat innerhalb der letzten 5 Jahre sage und schreibe die Hälfte seines Aktien, seines Börsenwertes verloren. Im 1-Jahres-Vergleich haben wir nur noch Apple mit einer positiven Rendite von knapp 2,4%. Microsoft hat ca. 15% verloren, Baidu ca. 18% und Alphabet ist hier abgeschlagen mit 27,5% minus innerhalb eines Jahres das Schlusslicht. Schauen wir uns als nächstes mal die größten Technologiekonzerne auf der ganzen Welt an. Und hier hat Alphabet klar auch die Nase vorne. Also zum Beispiel Apple zählt jetzt nicht mehr als Technologiekonzern, das ist schon eher ein Mischkonzern. Aber es ist aktuell sehr schwierig, hier wirklich auch aktuelle Zahlen zu bekommen, weil hier gibt es immer wieder Änderungen aufgrund der hohen Volatilität an der Börse. Wir haben jetzt hier eine Grafik von Statista aus Juni 2022 und da wurde Alphabet als größter Internetkonzern weltweit mit ca. 1,9 Billionen Marktkapitalisierung, nicht Milliarden natürlich, hier aufgelistet. Amazon folgte dann mit ca. 1,7 Billionen Marktkapitalisierung und Meta dann mit 935 Milliarden. Ich habe mir jetzt das Stand heute nochmal aktualisieren lassen. Aktuell hat Alphabet noch einen Marktwert von ca. 1,26 Billionen, Amazon 1,16 Billionen. Also rein von der Reihenfolge hat sich da noch nichts geändert. Lediglich die Zahlen sind leider etwas in den Keller gerauscht. Das hat natürlich mit dem aktuellen Bärenmarkt zu tun, in dem wir uns befinden, wo einfach alle Unternehmen etwas mitgerissen hat. Und deshalb ja, werden sich diese Zahlen natürlich auch auf Tages-, Wochenbasis sehr stark ändern aktuell.
Wer steht denn nun an der Spitze von Alphabet? Das ist Sundar Pichai. Ich habe hier eine interessante Grafik, Infografik gefunden zu dieser sehr spannenden Persönlichkeit von Time.com. Und hier sieht man einfach mal, seit Eintritt in das Google-Universum Jahr 2004, was sich hier um diese Persönlichkeit alles verändert hat oder wo er überall seine Finger im Spiel hatte. Wie gesagt, 2004 ist er Google beigetreten als Produktmanager, hat dann auch bei Google Maps mitgearbeitet, diese Kartendienst dann auch gelauncht. Mittlerweile gibt es über 1 Milliarde aktive Nutzer bei Google Maps, also ein sehr, sehr weit verbreiteter Dienst innerhalb des Alphabet-Konzerns. Er wurde dann bereits 2008, also 4 Jahre später, zum Vizepräsident bei Google und hat dann verschiedene Projekte geleitet, unter anderem das Android One-Projekt, wo er sehr erfolgreich wurde. Und spannenderweise im Jahr 2014 hatte er ein Angebot, dass er bei Microsoft oder bei Twitter CEO werden konnte. Diese Angebote hat er jedoch abgeschlagen und wurde dann ein Jahr später bei Google CEO. Er wurde dann natürlich hier auch fürstlich entlohnt. Sein Aktienanteil hat einen Wert von 199 Millionen US-Dollar. Also hat sich sicher durchaus gelohnt, hier dem Google Alphabet Konzern treu zu bleiben. Und er wurde danach im Jahr 2019 mit der Umfirmierung als CEO von Alphabet bestätigt und gilt auch als höchstbezahlter CEO in der IT-Industrie weltweit. Gut. Wie man jetzt auch hier an dieser Grafik sieht, ist das Unternehmen Alphabet sehr, sehr erfolgreich. Wir sehen jetzt hier die Entwicklung des Umsatzes von 2011 bis 2021. Im Jahr 2021 hat Alphabet einen Umsatz von 257,6 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Also das sind wahnsinnige Summen, die hier generiert werden. Und was man hier auch ganz spannend sieht, ist der enorme Sprung, der hier stattgefunden hat von 2020 auf 2021. Also das gab eine Umsatzsteigerung von über 40%, die man hier erzielen konnte. Und das ist natürlich auf Corona zurückzuführen, weil Alphabet ganz klar ein Corona-Gewinner ist oder war. Man muss sich vorstellen, wenn die Leute natürlich während des Lockdowns oder allgemein einfach mehr zu Hause blieben, wurden mehr Internetdienste konsumiert, genutzt. Und da Google einfach so prominent ist und überall seine Finger im Spiel hat, profitiert das Unternehmen Alphabet einfach automatisch, wenn Internetdienste, Dienstleistungen mehr genutzt werden, weil überall einfach Werbeflächen von Google vorhanden sind. Wenn wir jetzt anschauen, wie sich denn dieser Umsatz von 257 Milliarden US-Dollar aufteilt, dann muss man einfach hier ganz klar erkennen, dass ca. 92% des Umsatzes über das Werbenetzwerk, also schlussendlich auch hauptsächlich über die Plattform google.com generiert wird. Klar ist Google auch bekannt dafür, für seine Cloud, die Google Cloud. Da wird aber lediglich 7,5% des Gesamtumsatzes von Alphabet hier erzielt. Ein dritter Bereich, der hier ausgeführt wird von Google, ist der Bereich Otherbets. Rein umsatztechnisch und gewinntechnisch vor allem auch, ist dieser Bereich absolut zu vernachlässigen. Also es sind lediglich 753 Millionen US-Dollar, die hier im 2021 generiert wurden, aber man darf diesen Bereich einfach auf gar keinen Fall vernachlässigen, weil das ist quasi die Innovationsschmiede von Alphabet. Hier werden neue Ideen entwickelt, ausprobiert, es werden Wetten eingegangen auf die Zukunft und man muss sich vorstellen, wenn nur eine Idee von Tausenden, die hier jährlich umgesetzt werden, irgendwann mal erfolgreich wird, dann hat das einen enormen Einfluss auf das weitere Geschäftsgeschehen von Alphabet. Und man muss einfach auch sagen, dass viele Ideen halt einfach auch direkt einfließen in die Dienste von Google. Diese innovativen Dienste, die hier geschaffen werden oder Produkte, die geschaffen werden, führen einfach dazu, dass die aktuellen, das Werbegeschäft effektiver, effizienter funktionieren kann, dass die Cloud einfach hier Fortschritte machen kann.
Also das lässt sich halt nicht so separat hier aufführen und dann einfach pauschal kleinreden. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Bereich für Alphabet. Jetzt schauen wir uns mal an, das ist ein wenig oberflächlich betrachtet, was denn nun zu diesem, vor allem zum größten Bereich, zu diesen Google Services alles gehört, das ja 92% des Umsatzes von Alphabet ausmacht. Und hier habe ich eine schöne Grafik auf Statista gefunden, die das Ganze etwas zusammenfasst. Also unter Google Services läuft eigentlich der ganze Bereich Google Search, also die Website google.com, mit den ganzen Unterwebsites, die hier natürlich noch vorhanden sind. Und das natürlich eine Wahnsinns-Werbemaschine ist, ein wahnsinniger Cash-Cow-Generator. Also hier alleine mit diesem Google Search werden 148 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr erzielt. Dann folgt aber auch der ganze Bereich YouTube. Auch YouTube ist mittlerweile ein sehr wichtiges Standbein von Alphabet geworden. Hier werden fast 29 Milliarden Umsatz pro Jahr erzielt. Dann folgen auch die ganzen Networks von Google. Also muss ich vorstellen, die Google-Werbung wird ja nicht nur auf der Suchmaschine angezeigt, sondern auch, du kannst, wenn du Website-Betreiber bist, kannst du deine Werbeplätze quasi freigeben für Google. Google spielt dann die Werbungen dort aus und du kannst als Website-Betreiber somit auch Einnahmen erzielen. Und von diesen Einnahmen zwackt natürlich Google immer einen Teil ab und kann hier durchaus auch schöne Umsätze dadurch erzielen. Danach gibt es noch die weiteren Google Services, eben Google Maps, Gmail etc., das hier noch reinfällt, wo natürlich auch überall Werbung ausgespielt wird und das durchaus auch ein großer Teil des Umsatzes ausmacht. Und dann folgt eben separat der Bereich Google Cloud, der auch noch relevant ist und natürlich sehr stark wächst, aber das ist hier dann einfach separat aufgeführt. Gut, wir sehen jetzt hier die Zahlen aus dem Jahr 2021. Jetzt wird es interessant. Wir schauen uns jetzt, wie sich das über die letzten Jahre entwickelt hat. Und hier haben wir eine schöne Darstellung dieser einzelnen Segmente. Also wir schauen uns jetzt einfach mal den Bereich Google Search und Other an. Also hier ist dann wirklich eben die ganze Suchmaschinenwerbung eingebunden, aber auch die YouTube-Ads und auch die Werbeanzeigen auf anderen Plattformen. Und hier sieht man da ganz schön den Sprung, den man hier während Corona gemacht hat. Das waren hier wirklich circa 40% Umsatzplus, den man hier eigentlich im ganzen Werbenetzwerk erzielt hat. Man hat aber auch in der Cloud-Sparte wirklich wieder schöne Umsatzsteigerungen erzielen können. Und auch in den anderen Bereichen und das von Jahr zu Jahr. Also man sieht hier eigentlich kaum ein Jahr, in dem es mal eine Umsatzrückgang gab. Das ist wirklich ein sehr schön kontinuierlich wachsendes Business. Jetzt haben wir das Ganze mal aus Umsatzperspektive angeschaut. Und was mich jetzt vor allem Wunder genommen hat während dieser Analyse, ich meine, wir befinden uns momentan in einem Umfeld, das nicht so ganz einfach ist. Und klar, wir sehen steigende Umsätze, aber was hat das denn für einen Einfluss auf den Gewinn? Konnte dieser auch gesteigert werden? Und da sieht man jetzt in den letzten zwei Quartalen ein bisschen anderes Bild. Wir sehen, in den letzten zwei Quartalen ist der Gewinn rückläufig. Und das muss man halt einfach immer ein bisschen schauen, woran könnte das liegen, wenn man das erklären, definieren kann, ist das weniger ein Problem. Wenn es hier Fragezeichen gibt oder wirklich Probleme, dann muss man sich das wirklich etwas zu Herzen nehmen und entscheiden, ob das ursprüngliche Investment Case noch gegeben ist. Deshalb, in solchen Situationen springe ich dann immer in den Geschäftsbericht rein, in den aktuellen Geschäftsbericht, in diesem Fall vom Quartal 2 aus dem Jahr 2022. Da sieht man nochmal schön im oberen Bereich die ganzen Umsätze. Da sieht es noch wunderbar aus. Da haben wir steigende Umsätze verglichen mit dem gleichen Quartal im Vorjahr. Und dann hier unten sieht man dann die operativen Einnahmen, also die Gewinne, die operativ erzielt wurden. Und hier sieht man dann nur noch eine leichte Steigerung des operativen Gewinns. Und das bedeutet schlussendlich einfach steigende Umsätze, stagnierende Gewinne. Also hier haben die Margen gelitten. Wieso haben jetzt die Margen gelitten? Das sehen wir jetzt in der nächsten Darstellung. Das ist auch aus dem aktuellsten Geschäftsbericht von Alphabet.
da sieht man einfach logischerweise, irgendwo müssen Kosten gestiegen sein. Und da sieht man vor allem im Bereich Research Development, also dem ganzen Recherche, Weiterentwicklung von Produkten, hat man durchaus mehr Geld investiert. Man hat aber auch im Bereich Marketing, Sales mehr investiert. Und unterm Strich eben wurde einfach mehr investiert, um diese Umsatzsteigerung zu erzielen. Jetzt muss man sich fragen, wie nachhaltig ist das, wenn man jetzt sich einfach mehr Umsatz einkauft durch gestiegene Marketingausgaben und dabei der Gewinn aber nicht steigt, ist das natürlich nicht so nachhaltig. Aber ich denke mal, solange das nicht über längere Periode so sich weiterentwickeln wird, ist das noch nicht problematisch. Gerade auch der Bereich Research, Development, das ist eigentlich grundsätzlich eine gute Sache. Da wird investiert in das Zukunftsgeschäft und das ist für mich noch kein großes Alarmzeichen. Also rein operativ konnte man hier sogar eben eine leichte Steigerung erzielen. Das ist noch nicht problematisch, aber schlussendlich gab es dann hier ja, halt einfach aufgrund der Steuerthematiken und der gestiegenen Ausgaben dann halt ein schlechteres Resultat auf der Gewinnseite, als man dann halt auch erwartet hat. Und bei solchen Ergebnissen, sowas sieht man natürlich auch in meinem Kursverlauf. Nicht umsonst ist der Kurs von Alphabet jetzt innerhalb eines Jahres um, das haben wir vorhin gesehen, 30% gefallen. Und ja, da sieht man halt schlussendlich ein bisschen der Grund dafür. Okay, nun, wir haben uns jetzt das Gesamtbild von Alphabet angeschaut als Gesamtkonzern. Und nun möchte ich gerne in die einzelnen Dienste noch reingehen, also in die wirklichen Umsatztreiber von Alphabet, um zu schauen, wie sich die einzelnen Segmente entwickelt haben. Zunächst mal gehen wir auf das größte Segment ein, Google an sich, also die Google, der Werbetreiber von Google, die Werbeindustrie, die Suchmaschine mit dem Werbenetzwerk. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und hier möchte ich einfach zunächst einmal darauf eingehen, dass Google.com, Google.de etc., gehört alles auch dazu, mit Abstand, wirklich mit einem weiten Abstand, die beliebteste und meistverwendete Website auf der ganzen Welt ist. An zweiter Stelle folgt dann bereits YouTube, welches ja auch zum Alphabet-Konzern gehört, und erst danach folgen dann Facebook, Wikipedia, Amazon etc. Also hier hat man quasi von den Websites, die am meisten verwendet werden, die zwei größten im Portfolio. Und wenn man natürlich solche Websites betreibt mit einem enormen Traffic, wird natürlich das Werbegeschäft interessant. Und im Werbegeschäft ist einfach der US-Markt immer am wichtigsten. Und man sieht jetzt auch fürs Jahr 2022 ist geplant, dass die Ausgaben bei Suchmaschinenwerbung weiterhin steigen soll. Also man hat hier eine Umfrage gemacht bei US-Konzernen, bei US-Firmen und da ist rausgekommen, dass selbst in diesem schwierigen Marktumfeld für dieses Jahr die Ausgaben weiter erhöht werden. Wieso ist das so? Weil normalerweise ist eigentlich das Werbegeschäft sehr zyklisch. Also TV-Werbung zum Beispiel, da wird immer mal eingespart, wenn man in einem Marktumfeld ist, wo es problematisch wird, wo man Kosten einsparen muss, dann werden TV-Werbungen zurückgefahren, weil das einfach Werbemaßnahmen sind, die eher mittel- bis langfristig greifen. Also es sind dann eher Werbebotschaften, die auf die Marke einzahlen und nicht direkt Umsatz generieren. Bei Suchmaschinenwerbung ist es aber ziemlich anders, denn stell dir mal vor, ein Online-Shop schaltet Werbung für ein paar Schuhe. Du als Konsument klickst auf diese Werbeanzeige und kaufst dann auch direkt den Schuh. Also hat der Werbetreibende eigentlich schlussendlich direkt einen Impact. Also er erzielt direkt Umsatz und hoffentlich dann auch Gewinn aufgrund dieser Werbeanzeige. Und deshalb wird er diese Anzeige natürlich nicht zurückfahren, weil gerade in einem schwierigen Marktumfeld muss man natürlich schauen, dass trotzdem die Umsätze erzielt werden. Und das macht eigentlich das Werbegeschäftsmodell von Google sehr krisenresistent, wie man das auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte gesehen hat. Also wir sehen, Markt, also die Werbeausgaben im Suchmaschinenwerbungsbereich, die steigen an und man ist hier einfach mit 83% Marktanteil der weltweiten Suchmaschinen einfach quasi in einer Monopolstellung. Also 83% der
Nutzer weltweit verwenden Google als Suchmaschine. Und also das ist wirklich eine enorme Zahl, weil auf Platz 2 folgt dann Bing mit nicht ganz 9%. Also das ist ein wahnsinniger Burggraben, den sich hier Alphabet mit Google geschaffen hat. Man sieht, die Entwicklung ist leicht rückläufig, das ist aber alles noch im Rahmen. Also das ist nicht stark rückläufig, sondern eher leicht. Man hat natürlich immer mehr Konkurrenz, die auf den Markt kommt, aber man sieht auch, dass diese Konkurrenten nicht wirklich hier an Google rankommen. Also da gibt es leichte Steigerungen, aber das ist absolut noch unproblematisch, weil gleichzeitig steigen ja auch die Suchanfragen auf diesen Suchmaschinen. Und deshalb wächst der Markt eigentlich kontinuierlich an und man ist einfach in einer sehr, sehr komfortablen Position. Das ist das Bild weltweit, das wir jetzt hier sehen. Wie sieht das bei den einzelnen Ländern aus? Dass man das mal sieht, was das wirklich ausmacht. In Indien, was durchaus ein sehr großer Markt ist, hat man mit Google einen Marktanteil von 94%, Brasilien 89%, Kanada immer noch 83%, UK 82%, Deutschland über 80%, United States etwas weniger mit knapp 76%, aber immer noch sehr dominant. Also man sieht, man ist hier wirklich weltweit unglaublich stark positioniert. Jetzt haben wir mal gesehen, eben, dass grundsätzlich Google in diesem Suchmaschinenmarkt unglaublich gut positioniert ist. Dieser Suchmaschinenwerbemarkt wächst weiterhin. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie denn Google seine Marktstellung eigentlich auch ausnutzen kann. Und das sieht man schlussendlich an den Preisen, die Konsumenten oder die Werbetreibende für Werbung zahlen müssen. Und das sieht man an diesem CPC, also eigentlich Klickpreis. Das ist der Preis, den man für einen Klick auf eine Werbeanzeige bezahlen muss. Und diese konnte Google in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich steigern. Da gibt es immer Schwankungen, vor allem quartalsweise ist immer das Q4 das stärkste, das Weihnachtsgeschäft, weil am meisten Werbetreibende hier natürlich natürlich Werbung schalten wollen, weil das Weihnachtsgeschäft ansteht und da steigen dann die Preise immer relativ stark an. Das wird sich dann im Q1, Q2 etwas wieder nach unten korrigieren, aber langfristig sieht man hier immer eine schöne Steigerung der Klickpreise, was für Google natürlich sehr, sehr vorteilhaft ist. Jetzt hier sieht man die Klickpreise weltweit. Da sind wir jetzt aktuell, also gemäß dieser Statistik von Q1, bei 62 Cent pro Klick, der bezahlt werden muss. Und jetzt sehen wir mal, in Europa sieht es schon ein bisschen anders aus. Also in UK zum Beispiel, jetzt Anfang 2022, musste man schon 1,48 Dollar pro Klick im Durchschnitt bezahlen. Bei uns hier in der Schweiz 1,16 Dollar. Also das sind dann schon echt hohe Beträge, die man hier investieren muss, wenn man hier wirklich in diesem Markt auch sichtbar sein will. Und genau, einfach, dass man das mal so ein bisschen regional noch sieht, wie sich das verändert. In Deutschland sind es zum Beispiel 90 Cent. Also da hat wirklich Google die Möglichkeit, auch in Ländern, die wirtschaftlich etwas stärker dastehen, wie zum Beispiel der Schweiz, da kann man etwas mehr abschöpfen. Das hat natürlich auch immer mit der Konkurrenzsituation zu tun. Je mehr Werbetreibende auf einem Markt tätig sind, desto höher sind die Preise. Und das kann man hier anhand dieses CPCs sehr gut verfolgen, wie sich auch ein Markt funktioniert und wie das Angebot und Nachfrage spielt in einem solchen Markt. Jetzt haben wir vorhin gesehen, dass Google während Corona sehr stark profitiert hat. Und auch das lässt sich wieder auf diesen CPC zurückführen. Ich habe hier eine Statistik gefunden aus dem Jahr 2021, wie in verschiedenen Branchen die Preise innerhalb eines Jahres angestiegen sind. Im Beauty-Bereich, also Kosmetika etc., musste man innerhalb eines Jahres 41% mehr bezahlen, um hier noch präsent sein zu können mit seiner Werbung auf Google. Auch im Haustierbereich waren es noch 27%, im Consumer Electronics Bereich 21%. Also da gab es wirklich überall enorme Preissteigerungen, die dann auch schlussendlich ein bisschen auf die Profitabilität zum Beispiel von Online-Shops gedrückt haben. Aber für Google an sich, für Alphabet, war das eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit.
Hier sieht man nochmal das ganze Google Advertising Business hier zwischen 2020, 2021 plus 43% Umsatz. Und wir sprechen hier von einem Großkonzern, der bereits seit Jahrzehnten präsent ist. Das ist kein Startup, das normalerweise solche Umsatzzahlen präsentieren kann, sondern eben, wir haben es hier von einem Tech-Giganten zu tun, der es noch schafft, 41% Umsatz zu generieren. Das ist natürlich nicht nachhaltig, das war ein Einmaleffekt, das ist ganz klar, aber trotzdem zeigt es einfach, wie stark Google hier positioniert ist und wie erfolgreich man hier operieren kann. Jetzt einmal ein Blick in die Zukunft. Ich habe eine Statistik auch auf Statista gefunden, welche eigentlich aufzeigen soll, wie sich der ganze Werbeumsatz von Google entwickeln soll. 2021 rein mit Werbeeinnahmen konnte man 147 Milliarden Dollar erzielen und im Jahr 2026 soll sich das Ganze mehr als verdoppeln auf 356 Milliarden Umsatz rein vom Werbegeschäft. Da ist die Cloud noch nicht dabei. Das ist einfach schon unglaubliche Wachstumszahlen, die nach wie vor theoretisch möglich sind. Man muss das Ganze aber jetzt wirklich mit Vorsicht betrachten, weil wir befinden uns jetzt in einer schwierigen Situation und ich denke mal, dass je länger diese wirtschaftlichen Probleme jetzt anhalten, desto mehr wird sich das hier auch abzeichnen bei Google. Also diese Zahlen würde ich jetzt wirklich mal mit Vorsicht betrachten und hier eher mal von einem geringeren Wachstum ausgehen. Weil, ja, das ist für mich so ein bisschen Schönwetterprognose, wenn alles wunderbar laufen würde, aber jetzt mit den aktuellen Schwierigkeiten und wenn dann wirklich auch die USA und Europa in eine Rezession rutscht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch das Werbegeschäft von Google leiden wird und dass man hier die Zahlen etwas nach unten korrigieren muss. Also immer mit so Prognosen muss man aufpassen. Das ist immer eine Momentaufnahme, da kann sich hier relativ schnell wieder etwas ändern. Aber es zeigt grundsätzlich mal, was möglich wäre. Okay, gehen wir mal weg vom reinen Google.com, von der Suchmaschine, hin zu einem anderen wichtigen Produkt, einem anderen wichtigen Dienst von Google, das ist YouTube. Und YouTube wurde im Jahr 2006, glaube ich, wurde akquiriert für 1,6 Milliarden US-Dollar. Und YouTube ist aktuell die zweithäufigst verwendete Website auf der ganzen Welt. Also ich denke mal, für eine solche Website hat sich die Akquisition durchaus gelohnt. Genau, hier sieht man nochmal die Grafik. Im Jahr 2006 1,65 Milliarden wurde hier bezahlt für YouTube. Und auch bei den sozialen Netzwerken ist YouTube auf Platz 2, wenn man sich das so betrachtet. Anhand von den Anzahl Nutzern her verfügt YouTube über mehr als 2,5 Milliarden Nutzer, die YouTube regelmäßig nutzen. Da ist nur noch Facebook mit seinem Netzwerk hier stärker vertreten, aber das könnte sich durchaus in Zukunft ändern, dass YouTube hier weiter nach vorne rückt. YouTube hat im Jahr 2021 einen Umsatz von fast 29 Milliarden US-Dollar erzielt. Wenn man sich jetzt eben vergleicht, 2006 wurde das Unternehmen oder der Dienst aufgekauft für 1,6 Milliarden. Ich denke mal, das war eine sehr, sehr solide Akquisition. Und wenn man sich jetzt hier die Umsatzentwicklung anschaut, dann denke ich mal, liegt es auf der Hand, dass sich das weiterhin sehr positiv entwickeln wird. Mich hat es auch mal Wunder genommen, was denn hier, von was lebt YouTube? YouTube lebt eigentlich von Leuten, die auf YouTube Content teilen. Das ist zum Beispiel auch mein Kanal, der jetzt noch sehr klein ist natürlich. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das hat absolut null Impact. Aber wenn man sich jetzt die größten YouTube-Creators anschaut, Mr. Beast zum Beispiel in den USA. Mr. Beast hat alleine mit Werbeanzeigen auf seinem YouTube-Kanal Einnahmen von 54 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 erzielt. Und da gibt es massenhaft Creators, welche wirklich im zweistelligen Millionenbereich sind. Also man sieht, diese Plattform entwickelt sich wirklich zu einem Ökosystem, in dem Hunderte, Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Leute davon leben können und sich hier eine Einnahme erzielen. Also das ist wirklich ein sehr spannender, ja, einfach mal das mal so zu sehen,
was das wirklich auch Leute sehr gut davon leben können und dass sich das halt wahrscheinlich auch die Leute dann schlussendlich auch motiviert zum weiterhin guten Content machen und davon profitiert ihr dann YouTube schlussendlich auch. Jetzt mal, wie wichtig ist YouTube effektiv für Alphabet? Im Jahr 2021 machte der Umsatz von YouTube ca. 11% vom Gesamtumsatz von Alphabet aus. Also ist nicht extrem viel, aber doch, man sieht, die Entwicklung ist steigend und ich denke mal, in Zukunft wird das auch weiterhin zunehmen. Also absolut ein relevanter Zukunftsmarkt für Alphabet. Auch interessant, Anfang 2022 haben 57% von Marketingtreibenden, von Marketingabteilungen angegeben, dass sie die Werbeausgaben auf YouTube für das aktuelle Jahr erhöhen möchten. Also nicht nur gleich halten, sondern wirklich erhöhen möchten. Also der Großteil der Werbetreibenden will weiterhin die Ausgaben, die Investitionen in YouTube erhöhen. Und das ist natürlich auch ein ganz klares Signal in solchen Zeiten wie jetzt, dass diese Werbemaßnahmen offenbar sehr gut funktionieren. Und somit denke ich auch, dass das weiterhin gut wachsen kann, die Umsätze und Gewinne von YouTube. Das ist jetzt eigentlich die Perspektive aus Sicht der Werbetreibenden. Wie sieht es denn aus von den Nutzern? Die sind ja genauso wichtig für YouTube. Da habe ich auch eine Umfrage gefunden, in der YouTube eigentlich von den sozialen Netzwerken mit Abstand das beliebteste ist. Also 66% der Befragten haben sich positiv geäußert gegenüber YouTube, die mögen die Plattform. An zweiter Stelle folgt dann Facebook mit nur noch 55%. Also es ist eine wirklich sehr, sehr beliebte Plattform. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass die Stimmung auf der Plattform positiv ist, dass die Leute möglichst viel Zeit darauf verbringen und möglichst viel Werbung konsumieren können. Okay, schließen wir das Kapitel Werbegeschäft von Google und gehen mal in die Cloud rein, Google Cloud. Google Cloud hat im Jahr 2021 ca. 19,2 Milliarden Umsatz erzielt und man sieht einfach ein enormes Wachstum. Also dieses Segment wächst sehr, sehr stark. Man muss aber sagen, es ist noch nicht profitabel, also 2021 wurde ca. 800 Millionen Verlust noch erzielt, aber wenn man natürlich in so einen Zukunftsmarkt investiert, dann macht es durchaus Sinn, hier mal auf den Gewinn zu verzichten, einfach, dass man hier sich wirklich schnell gut positionieren kann, weil wir haben natürlich mit Microsoft oder vor allem auch mit Amazon, mit AWS sehr starke Konkurrenz, die deutlich stärker ist als Alphabet in diesem Bereich. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich hier möglichst schnell Marktanteile sichert und das kostet schlussendlich halt etwas. Sieht man hier auch an dieser Grafik, die Umsätze sehr schön steigend, aber hier das Dunkelblaue, das Violette, das sind die Verluste, die erzielt werden. Also da ist man noch nicht profitabel. Man könnte wahrscheinlich sofort profitabel werden, das würde aber zulasten des Wachstums gehen. Und das möchte man ja nicht. Also es macht durchaus Sinn, hier in das Wachstum zu investieren. Man sieht auch, der gesamte Markt von Cloud Computing ist ein unglaublicher Wachstumsmarkt mit ca. 600 Milliarden Umsatz, der hier pro Jahr bis im Jahr 2023 generiert werden soll. Aktuell befinden wir uns hier bei ca. 454 Milliarden. Und gemäß allen Prognosen ist es einfach ein unglaublicher Wachstumsmarkt. Und deshalb ist es so enorm wichtig für Alphabet, dass man sich hier weiterhin Anteile schlussendlich auch erkaufen muss jetzt noch, um einfach hier den Anschluss nicht zu verlieren an die Konkurrenz. Hier sieht man mal, wie das von der Konkurrenzsituation ausschaut. Im Q1 2022 hatte man einen Marktanteil von lediglich 8%. Der konnte auch über die letzten Jahre nicht wirklich ausgebaut werden, weil halt wirklich Amazon und Microsoft hier schon sehr, sehr dominant sind. Aber man ist hier schon der drittgrößte Player und hat sicher noch Potenzial, hier das Ganze weiter auszubauen. Aber da muss einfach schlussendlich wirklich was investiert werden. Und das ist nicht so ganz einfach, hier einfach zu wachsen und gleichzeitig profitabel zu werden, wie man das jetzt einfach auch an den Zahlen sieht. Hier nochmal das Ganze in einer anderen Grafik. AWS, Microsoft Azure teilen sich hier den Markt quasi auf. Danach folgt Google Cloud und dann die ganzen anderen. Genau. Okay, das zum Cloud-Geschäft.
jetzt gehen wir mal in ein anderes spannendes Segment rein, in den Bereich Google Play, ins Gaming-Bereich, in das ganze Thema Apps, was ja auch sehr wichtig ist für Alphabet. Und hier sieht man einfach, dass Google mittlerweile auch zu einem führenden Gaming-Unternehmen geworden ist, einfach aufgrund der Mobile Games, die über die Plattform Google Play hier verkauft werden. Da spielt man dann eben eine Liga mit Apple natürlich auch, Tencent, Sony, Microsoft, Activision, Blizzard. Die ist hier durchaus sehr attraktiv positioniert. Jetzt natürlich sehr interessant, wie viel Umsatz wird denn überhaupt erzielt über den Google Play Store? Und gemäß dieser Statistik von Statista auch, wurde 2021 fast 48 Milliarden Dollar Umsatz über die Plattform Google Play erwirtschaftet. Das ist natürlich nicht das, was dann bei Google hängen bleibt, aber vergleichen wir uns das Ganze mal mit Apple. Und da sieht man schon, dass Apple ganz klar die Nase vorne hat, aber dass es einfach offenbar ein sehr interessantes Business zu sein scheint. Und da ist natürlich interessant zu sehen, wie viel bleibt dann hier hängen. Und gemäß des Geschäftsberichts sieht man das nicht wirklich so aus, weil Google versteckt das relativ geschickt. Man sieht das nicht wirklich. Und da muss man etwas genauer recherchieren, um hier auf mögliche Zahlen zu kommen. Ich habe hier einen Artikel gefunden von T3N. Und da wird eben auch gesagt, dass ca. 8,5 Milliarden Dollar im Jahr 2019 Bruttoertrag generiert wurde. 8,5 Milliarden US-Dollar. Und ja, da sieht man einfach, dass das wirklich ein enorm profitables Geschäft ist und das einfach auch eine unglaubliche Cash-Cow ist, die man hier mit diesem Mobile-Bereich aufgebaut hat. Das war auch ein enorm wichtiger Move, dass man hier das Thema Mobile frühzeitig erkannt hat. Das hat man zum Glück im Alphabet-Konzern, weil sonst wäre wahrscheinlich Google mit der Suchmaschine, mit der Plattform niemals so erfolgreich geworden, wie man das jetzt aktuell ist. Okay. Ich möchte jetzt eigentlich meine Analyse nicht weiter aufblähen. Wir könnten jetzt hier auf ganz viele Services, Dienste weiter eingehen. Ich lasse das jetzt aber bewusst mal weg. Wenn es euch interessiert, sucht doch einfach nach Otherbets Alphabet und da findet ihr die ganzen Auflistungen auf dem Waymo und die ganzen spannenden Ventures, die Google hier am Laufen hat. Was ich jetzt einfach noch kurz darauf eingehen möchte, ist der Bereich Google Ventures. Also Google hat eigentlich einen eigenen Venture Capital Fonds innerhalb seines Konzerns, der hier ca. 8 Milliarden US-Dollar quasi bewirtschaftet. Und das beinhaltet auch 400 Firmen, in die man hier investiert ist. Unter anderem auch in Uber, Nest, Slack, also auch Unternehmen, welche bereits börsenkotiert sind. Man hat hier eigentlich wirklich ein eigenes Portfolio aufgebaut. Und auch das ist natürlich zum einen strategisch. Man versucht hier, sich in Unternehmen einzukaufen, um Know-how abzuzwacken, aber schlussendlich auch einfach um die unglaubliche Liquidität, die unglaublichen Cash-Reserven, die Alphabet hat, einfach auch für sich arbeiten zu lassen. Und wenn euch das interessiert, hier weitere Details möchtet, sucht doch mal nach Google Ventures und ihr findet auf der Webseite alle 400 Unternehmen, in die Google investiert ist. Und das ist absolut spannend zu sehen, dass man hier auch vor allem im Medizinalbereich und auch im Cloud-Bereich, aber auch im Krypto-Bereich unter anderem tätig ist und hier Zukunftsmärkte sieht. Und da lässt sich auch ein bisschen antizipieren, wie Google, ja, wo Google Chancen sieht künftig oder Alphabet. Schaut euch das mal im Detail an. Ich möchte jetzt hier nicht weiter darauf eingehen, weil es würde wirklich den Rahmen unglaublich sprengen und möchte mich hier eigentlich eher ein bisschen kurz halten. Okay, jetzt haben wir uns mal die einzelnen Bereiche angeschaut. Gehen wir mal mehr Richtung Kennzahlen, Analyse rein. Okay, wo macht denn Alphabet seinen Umsatz regional betrachtet? Und beinahe die Hälfte wird in den USA erwirtschaftet, wie es halt so ist bei Technologiefirmen. Das ist einfach der dominanteste Markt. Aber man ist auch im EMEA-Bereich und im APAC-Bereich durchaus sehr gut aufgestellt. Und eben, also Alphabet ist ein Weltkonzern,
du findest kaum einen Markt auf der ganzen Welt, wo Alphabet nicht vertreten ist. Das kann man hier gut eigentlich auch rauslesen. Schauen wir uns mal die Umsatzentwicklung und die Margenentwicklung von Alphabet etwas detaillierter an. Wir haben vorhin schon gesehen, die Umsätze, die steigen, steigen, steigen. Aber was für mich jetzt relevant ist die Margensituation. Und das haben wir schon gesehen, wo wir vorhin den Gewinn kurz angeschaut haben. Da gab es jetzt einen Knick. Und jetzt ist das Ganze halt immer interessant, historisch zu betrachten. Wir sehen hier, die grün gepunktete Linie ist die Nettomarge von Alphabet. Und wenn man sich jetzt hier diesen Knick anschaut, sieht man immer noch, dass man im historischen Vergleich eigentlich sehr gut dasteht. Und dass der durchaus noch weiter rückläufig sein kann und man ist immer noch auf einem sehr guten Level. Ich meine, wir reden hier von einer Nettomarge von 30%. Das ist sehr, 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 sehr gut und deshalb lässt das durchaus auch ein bisschen Spiel nach unten offen, gerade eben, wenn man halt in die Zukunft investiert. Wenn wir jetzt halt in einer aktuellen Marktphase sind, die etwas schwieriger wird, dann kann es halt kurzfristig auch mal zu Schwankungen kommen. Das gab es immer wieder mal, hier 2017, gut, das war aufgrund einer Steuerreform, aber grundsätzlich mache ich mir da eigentlich noch keine großen Sorgen um die Margen- und Umsatzentwicklung von Alphabet. Beim Gewinn sieht das hier der Gewinn pro Aktie und das muss hier natürlich durchschlagen, eben wenn die Margen sinken. Wir haben gesehen, die Gewinne sind seit zwei Quartalen rückläufig, gemäß den Prognosen von Alphabet. Sollte das aber dann im Verlauf von 2023, 2024 schon wieder sehr stark anziehen. Aber eben, das haben wir vorhin schon mal angeschaut, da muss man sehr vorsichtig sein mit solchen krassen Prognosen. Das sind dann einfach Momentaufnahmen. Und ich würde hier eher mich etwas zurückhalten und hier eher von tieferen Werten ausgehen, weil ich denke, da kommt schon auch das eine oder andere auf uns zu. Diese Grafik habe ich vorhin schon mal mit euch angeschaut. Hier sieht man einfach nochmal etwas klarer diese Einknick im Gewinn von Alphabet. Aber eben, das haben wir jetzt auch vom Geschäftsbericht her analysiert, woran das liegt. Und für mich aktuell noch kein großes Problem. Wenn das jetzt wirklich über mehrere Quartale weiterhin abnimmt und noch weitere Kosten dazukommen und das nicht mit steigenden Gewinnen oder mit erhöhten Margen kompensiert werden kann, muss man sich das Ganze einfach nochmal genauer anschauen. Nun schauen wir mal in die Bilanz von Alphabet und da schlägt mein Herz gleich wieder höher, weil für mich ist das immer sehr relevant, auch vor allem die Verschuldung eines Unternehmens anzuschauen. Und man sieht einfach, die Gesamtschuldenquote von Alphabet liegt bei 30%, das ist sehr tief. Und die verzinste Schuldenquote liegt bei lediglich 8%. Also da ist man wirklich sehr gut aufgestellt, man ist überhaupt nicht überschuldet. Ganz im Gegenteil, man kann die Schulden ganz locker mit dem Kernvermögen decken. Man hat auch eine Tilgungskraft von 67 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass einfach die Schulden, die verzinst sind, lediglich bei 28 Milliarden liegen, kann man eigentlich so Pi mal Daumen sagen, dass Alphabet theoretisch circa in einem halben Jahr sich komplett schuldenfrei machen könnte, was die verzinsten Schulden anbelangt. Und in etwas mehr als einem Jahr, vielleicht ein Jahr und zwei, drei, vier Monate, könnte man sich komplett schuldenfrei machen, wenn man das wollte. Macht natürlich keinen Sinn, aber das ist einfach immer sehr beruhigend zu sehen, dass das möglich wäre, dass man hier einfach von der Verschuldung her, wenn die Zinsen jetzt stark ansteigen sollten, dass man hier einfach sehr gut aufgestellt ist. Auch der Goodwill-Anteil von Alphabet ist sehr gering. Das ist eigentlich für ein Technologieunternehmen eher speziell. Da hat man normalerweise höhere Goodwill-Anteile. Das ist ein sehr gutes Zeichen jetzt für Alphabet. Und man sieht einfach auch, man hat einen enormen Bestand an zurückgekauften oder an eigenen Aktien, die man theoretisch auch wieder zu Geld machen könnte. Also rein bilanztechnisch, schuldentechnisch absolut top. Wie sieht es aus mit Aktienrückkäufen? Da hat man begonnen im Jahr 2017 Aktien wieder zurückzukaufen und hat auch gerade aktuell wieder kommuniziert, dass man um die 60 Milliarden US-Dollar Aktienrückkaufsprogramm genehmigt hat. Also
wird hier eigentlich das so weitergehen und das ist für den Kurs, für den Aktienkurs von Alphabet natürlich sehr vorteilhaft. Es kann natürlich sein, wenn es die Wirtschaftskrise hier weiter voranschreitet, wenn es dann doch mal kleine Probleme gibt, dass dieses Rückkaufsprogramm vielleicht mal unterbrochen wird, aber aktuell sieht es noch nicht danach aus. Okay, gehen wir mal Richtung Schluss. Gehen wir mal Richtung Bewertung von Alphabet. Wie sieht denn das jetzt aktuell aus? Und wenn man sich jetzt hier vom Aktienfinder diese schöne Grafik hier anzeigen lässt, wie man einfach aufgrund einzelner Kennzahlen historisch betrachtet dasteht, zeigt sich auch ein sehr positives Bild für Alphabet. Also aktuell hat man ein KGV bilanziert von ca. 18. Im historischen Vergleich über die letzten 10 Jahre war man hier bei ca. 26, was auf eine deutliche Unterbewertung hin zeigen oder hinweisen könnte. Auch der bereinigte KGV liegt aktuell bei ca. 16, der ist historisch bei ca. 20,7, auch hier klar unter dem historischen Wert. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von ca. 12,8, historisch betrachtet unterbewertet. Kurs-Umsatz-Verhältnis auch unter dem historischen Schnitt. Also rein einfach basierend auf diesen Kennzahlen befindet man sich aktuell in einer sehr attraktiven Bewertungsbasis. Wenn man sich jetzt hier das Ganze nochmal anschaut, kommt diese Grafik, man sieht hier schwarz den Kursverlauf von Alphabet. Man hat hier schon relativ stark korrigiert innerhalb circa der letzten 11-10 Monate und sieht einfach, dass man hier eigentlich bei allen Kennzahlen, sei es der bereinigte Gewinn oder das Kurs-Cashflow-Verhältnis, überall eigentlich historisch darunter liegt, wo man sich eigentlich sonst immer relativ gut, auch langfristiger betrachtet, relativ gut an diesen Kennzahlen hier orientieren konnte. Und das würde jetzt rein aus einer Fundamentalanalyse heraus betrachtet eigentlich durchaus für einen Kauf der Alphabet-Aktie sprechen. Aber eben, Werbegeschäft sehr zyklisch. Gut, man ist mit Alphabet hier ein bisschen besser aufgestellt als zum Beispiel TV-Werbung, aber nach wie vor, je länger diese Wirtschaftskrise anhält, desto mehr wird das auch Alphabet zu spüren bekommen. Und desto eher werden diese Umsatz- und Gewinnprognosen halt zurückgefahren werden müssen. Aktuell ist das alles noch in einem sehr guten Rahmen, aber man muss einfach aufpassen. Es hat einen Grund, wieso dieser Kurs so korrigiert ist. Also offenbar erwartet der Markt schon, dass hier nochmal etwas schlechtere Zahlen kommen. Wenn sich jetzt das Ganze aber nicht bewahrheiten würde, wenn sich jetzt wirklich die Wirtschaft schneller erholen würde als gedacht, dann würde der Kurs auch sehr, sehr schnell wieder nach oben anziehen. Davon bin ich überzeugt. Aber man muss einfach aktuell davon ausgehen, dass das Ganze noch nicht vorbei ist. Und deshalb möchte ich jetzt hier nicht nur das Ganze fundamental anschauen, sondern auch mal die Chartanalyse etwas zu Hilfe ziehen. Und man sieht jetzt hier den kurzfristigen Kursverlauf. Eben, man hat hier durchaus innerhalb der letzten 11 Monate, ja, das sind mittlerweile sogar fast 37%, die man hier vom Hoch korrigiert hat. Also da ist durchaus schon mal eine rechte Korrektur drin, wo man jetzt argumentieren könnte, okay, da ist schon einiges eingepreist, aber nichtsdestotrotz befindet man sich jetzt eher einfach kurzfristig in einem Abwärtstrend, kurzfristig betrachtet. Und deshalb darf man jetzt auf keinen Fall sagen, oder ist es einfach absolut unseriös zu sagen, ja, jetzt einsteigen und danach steigen die Kurse. Das kann jetzt einfach niemand sagen. Das ist absolut, absolut unrealistisch. Wenn du jetzt sagst, dass du in Alphabet investieren möchtest, weil eben die Bewertungskennzahl wäre eigentlich sehr attraktiv, dann würde ich das trotzdem stückchenweise machen, weil hier einfach absolut eben der Trend noch nicht gebrochen wurde. Hier kann es einfach rein marktpsychologisch durchaus noch einiges nach unten gehen. Wir sehen jetzt auch hier, das war der Tiefpunkt von Corona. Da hätte man auch durchaus ein weiteres starkes Abwärtspotenzial, das man hier mitnehmen könnte. Das wäre dann hier irgendwo bei ca. 51 Dollar. Also da wären immer noch irgendwo 40% Korrektur drin, weil man einfach sehen muss, seit dem Corona-Tief ging das einfach auch unglaublich nach oben, hier von ca. 50 US-Dollar auf ca. 150 US-Dollar innerhalb kürzester Zeit. Und dass jetzt natürlich mal so eine Korrektur stattfindet in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld, ist einfach absolut nachvollziehbar. Und deshalb ist hier einfach schlichtweg einfach auch noch Luft nach unten drin. Langfristig betrachtet,
langfristig betrachtet, hier ist, sieht man den, eigentlich den Kanal, den Trendkanal über circa 10 Jahre. Ich habe jetzt hier einfach einen Ausschnitt genommen. Da ist man immer noch in einem Aufwärtstrend drin. Also da ist überhaupt noch kein Problem vorhanden. Man befindet sich jetzt hier sogar ziemlich genau in der Mitte dieses Aufwärtstrends. Also eigentlich eine sehr gesunde Korrektur, die hier stattgefunden hat. Man ist hier unten noch nicht ausgebrochen, was jetzt irgendwelche Alarmsignale auslösen müsste. Also grundsätzlich hier vom langfristigen Verlauf sieht das alles auch noch wunderbar aus. Man hat hier einfach in den letzten, seit Corona, einfach zu stark nach oben sich der Kurs entwickelt, und deshalb gibt es jetzt eine Korrektur, wie gesagt, gepaart mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation, aber das ist alles noch wirklich im Rahmen. Jetzt trotzdem, als ich möchte hier keine Anlageempfehlungen machen, aber ich möchte die einfach kurz aufzeigen, was denn jetzt einfach rein vom Chartbild her kurzfristig, mittelfristig auch noch möglich wäre. Wir sehen jetzt hier einfach, dass Unterstützungen hier vorhanden sind. Die nächste Unterstützung wäre durchaus nochmal ein Kurseinbruch von 12% möglich, bevor es hier wieder theoretisch eine Auffangmöglichkeit gäbe. Der nächste, also das wäre dann hier genau bei ca. $86,40. Dann könnte es durchaus nochmal bis zur nächsten größeren Unterstützung weiter runtergehen, nochmal 30% bis ca. 68,70. Und jetzt rein einfach vom Kursbild, vom Kursverlauf her, ist das nicht unrealistisch. Also das musst du dir einfach bewusst sein. Und deshalb würde ich eben meine Tranchen stückeln, würde das Ganze aufteilen, indem du sagst, du kannst jetzt schon mal mit einer Tranche reingehen, du kannst aber sagen, hey, ich warte jetzt ab, bis sich hier vielleicht der Kurs stabilisiert hat, und gehe dann mit einer ersten Tranche rein und würde dann hier bei diesen Unterstützungen einfach wieder die nächste Tranche auflösen. Das kannst du vielleicht 3-4 Mal machen, und dann hast du dein Investment relativ gut gestückelt. Das macht immer durchaus Sinn, wenn du nicht all in gehst. Aber eben, ich denke mal, das muss dann jeder für sich entscheiden, wie risikobereit das man ist, auch ob man bereits investiert ist in Alphabet, ob man bereits einen Bestand hat. Und ich würde dir einfach absolut ans Herz legen, dass du einfach in einer solchen Marktlage, wie wir jetzt sind, nicht in ein fallendes Messer greifst. Und wenn du das tust, mach das einfach gestückelt. Das ist so mein Fazit. Gut, schlussendlich, abschließend, Fundamentaldaten von Alphabet, sensationell, das sieht wunderbar aus. Das Geschäftsmodell ist absolut grundsolide. Man befindet sich in einem Wachstumsmarkt, man führt quasi ein Monopol. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sich Alphabet auch in dieser Krise sehr gut schlagen wird. Vor allem, man hat auch eine sehr tiefe Verschuldung. Man könnte auch mal eine Krisenzeit über sehr lange Perioden hier auch aussitzen. Man ist auch wirklich ein innovatives Unternehmen. Man investiert in neue Technologien, in neue Trends, hat einfach auch einen enormen Rückhalt mit den weiteren innovativen Services, Dienste, die man im Köcher hat, wo eigentlich selbst Investoren, auch große Investoren hier gar nicht so wirklich genau reinsehen, ja, was kommt denn hier noch? Also man kauft eigentlich mit Alphabet gleichzeitig auch noch ein großes Potenzial ein, was noch niemand abschätzen kann, wohin das gehen kann. Und somit bin ich wirklich sehr zuversichtlich für das Unternehmen langfristig und würde einfach sagen, kurz-, mittelfristig muss man einfach aufpassen. Der Markt kann durchaus noch korrigieren. Deshalb einfach, wenn, dann nur gestückelt einsteigen. Gut, wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass mir doch bitte ein Like da. Abonniere mich, weil ich bringe immer wieder neue Analysen raus. Nicht nur solche detaillierten Aktienanalysen, sondern auch mal Tipps und Einschätzungen zu aktuellen Marktsituationen. Vielleicht auch mal ein kürzeres Video. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo für mich da lässt. Und danke dir für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du jetzt für dich auch lernen willst, wie du solche Analysen durchführst, die müssen nicht mal so detailliert sein, das kann man auch wirklich relativ kurz und knapp fassen, dann kann ich dir sehr gerne dabei helfen und dir beibringen, wie das funktioniert. Ich helfe dir dabei auch sehr gerne, wie du für dich grundsätzlich mal eine Strategie aufstellst, ob du überhaupt in Einzelaktien investieren sollst oder ob vielleicht eine ETF-Strategie mehr Sinn für dich macht. Vielleicht kann ich dir auch zeigen, wenn du das Interesse hast, und wie du mit Optionen weitere Cashflows erzielen kannst. Deshalb
ist hier mein Angebot. Schau doch mal vorbei auf www.matthiaschristen.com und bewerbe dich auf ein kostenloses Erstgespräch. Ich werde mich dann gerne bei dir melden und wir schauen uns mal deine Ist-Situation an, wie du aufgestellt bist, ob du bereits eine grundsolide Strategie hast oder ob wir hier noch etwas adaptieren können. Und würde mich sehr freuen, zusammen mit dir das Ganze anzuschauen. Wie gesagt, es ist kostenlos. Nimm doch diese Chance wahr. Ich würde mich sehr freuen. Dein Matthias Christen.